Hey, hey ho, Leute, herzlich willkommen zur 5. Folge unseres Display-Unboxings von Pokémon XY Turbostadt. Das ist Thorsten, aka NoAim. Ich habe ihn ja bereits schon ein paar Mal vorgestellt, so am Rande. Genau, und wir machen das immer so, dass der liebe Thorsten anfangen darf. Also bitte, such dir deinen Booster aus. Gut. Letzten Booster waren übrigens extrem cool. Übrigens, wenn ich rede, kannst du einfach weitermachen, ne? Ja. Unten in der Videobeschreibung findet ihr die Links zu den letzten Teilen, also Teil 1, 2, 3 und 4. Und genau, müssen wir uns hier zur Seite stellen. Er hat sich für das mit dem Hundemon entschieden. Das hat mich bisher immer enttäuscht. Mewtwo. Warum hast du es denn nochmal genommen? Na gut, weil es auf deiner Seite ist. Abwechslung. So, jetzt mache ich es mal wieder so auf. Nein! Das hat wunderbar. Oh Do. Gott, du hast das Motiv kaputt gemacht! Do! Es lebt noch. Hier, es lebt noch. Keiner sieht, da ist ein Riss drin. Oh. Ganz unauffällig. Ja. So. Ein Feuerriegel. Ein Guldini. Staralili. Ja. Igamaro. Oh, guck mal. Ich sehe schon wieder was. Oh nein. Ein ist Igamaro, das dein Ernst? Ein Fleckneu. Oh, kacke. Ein Keifel. Oh, kacke. Und ein Mewtwo. Oh Mann, das nächste Mewtwo. Wieso hast du drei? Du hast zwei Mega Mewtwos und ein Mewtwo X. Oder warte, nee, du hast ein Mega Mewtwo und zwei Mewtwo X. Ja. Nur zwei verschiedene. Ja. Oh Mann, das kann doch nicht sein. Eine Spezialenergie. Du hast doch Mewtwo an hier. Warum sind da so ein viele Mewtwos drin? Und nochmal Mewtwos Geistesbund. Okay, was ist dein Fave? Weißt du was? Einmal Mewtwo. Punch your face. So. Nein. Okay. Hoffentlich ist es da auch drin. Machen wir mal gucken. Ich kann nicht reingucken. Nee. So, ein Vegimak, ein Trassler, ein Purmel, ein Teddy Ursa, ein Goldini, ein Tragosso. Oh, ein Meluetta. Das ist cool. Ich habe noch nie Meluetta besessen. Das sieht fancy aus. Das ist Holo übrigens. Man sieht es leider nur ein bisschen, aber es ist Holo. Ein Brief vom Prof. Egastanisch mit der wunderschönen Illustration. Ja. Sandama und die Online-Card. Dein Favorite? Ich würde sagen Meluetta. Kommt nicht ganz mit deiner Karte. Ich kenne das gar nicht. So, klar. So, sorry, der Akku von der Cam war gerade alle. Also nicht wundern, wenn hier gerade ein kleiner Cut war. Aber wir machen jetzt einfach weiter. Ich hatte richtig ja das Meluetta im Booster. Und du bist dran. Yeah. Do it! Wieder mit Mewtwo drauf. Wieder mit Mewtwo. Da ist auch ein Mewtwo drin. Wehe! Wenn du noch ein Mewtwo hast, ne? Was dann? Dann raste ich aus. Dann hole ich Molly raus und dann dikiert der ein oder andere Molly durch die Gegend. Eventuell in deine Richtung. Wenn das jetzt passiert, ne? Ich wäre nicht schuldig. Also. Ha. Wir haben keine Beweise hier, ne? Genau. Ja. Genau, wieder näher ran. So, ein Dodu, ein Sterndu, ein Feuerriegel, ein Sodamak, ein Froxy, ein Igamaro und oh nein. Ein Dodri. Das sieht aber cool aus. Ja, so mit Speedlines cool und so. Das sieht schon abgefahren aus. Ein Relaxo mit seinem fülligen Körper. Der Schwerball dazu. Und Schafax. Ein Schafax. Ach, der Schafax ist so cool. Und die Online-Card. Jo. Was ist dein Fave? Igamaro, ganz cool. Okay, aber ich muss sagen, du hattest ja vorher deine Ex-Karte. Also, ja. Ist das in Ordnung? Ist das vertretbar? Ich nehme jetzt auch so eins. Wollen wir gucken. Wir noch nachmachen. Drück mir die Daumen, Leute. Ich will es besser machen. Oh. Oha, ich habe Ansprüche. Kampfansage. So, dann wollen wir mal. Also, wir fangen an mit dem ballonartigen Huthut. Traunfugil. Froxy. Milsa. Pygraulon. Ein FM. Und ein Pantymos. Oh, das stimmt, das ist ja Typ Fee. Das ist quasi meine Sternkarte. Das habe ich auch noch nicht. Oh, die Jenne mit einem Pampam und einem Igamaru im Hintergrund. Mein Gott, die machen ja Festbankett hier. Sami. Geraldine und einer Online-Card. Es sind auch viele Pokémon am Essen, ne? Ja, es sind wirklich viele. Es sind wirklich viele am Essen. Vor allem Milsa ist die ganze Zeit irgendwie gefühlt nur am Essen. Nom. Und ich finde auch, also, du kannst mal das nächste aufmachen. Ja. Man sieht halt viele andere Pokémon in den Hintergründen der Karten. Das finde ich eigentlich ganz cool, weil es ein bisschen crossover-mäßig ist. Das ist ziemlich geil. Das haben die früher fast nie gemacht. Da war dann halt nur ein Pikachu drauf, fertig. Die machen ja auch teilweise sehr aufwendige Illustrationen. Weißt du, was ich mir überlegt habe? Früher, also was heißt früher? Ich habe letztens überlegt, dass es eigentlich ein Traumjob für mich wäre, Pokémon-Karten-Illustratorin zu werden. Probier's.
Nee, ja, ich glaube, da sieht das aus wie das Igastanisch oder so. So. Geht los. Ein Iskala. Ein Kuike. Stachalili. Mhm. Jetzt habe ich's. Jetzt hast du's. Ja. Ein Fünks. Flabibi. Ein Knogger. Und ein Bronzong. Bronzong. Das sieht voll doof aus. Das sieht's nicht aus. Gegen den Illustrator. Aber ich mag das nicht. Diesen Stil, das ist so. Er war schön. Da. Ein Puponcho. Ein Flunschlick. Flunschlick. Das hat vorhin schon nicht aus. Genau. Schon Ausspracheprobleme gehabt. Danke. Und ein Ursaring. Ein Ur. Und der Online-Code. So. Das Knocker. Das ist einfach. So, plus Ultra. Warum liegt dir eigentlich die Denne? Weil du die Denne rausgelegt hast. Okay, gut. Offenbar fand ich die Denne am besten. Ich fand die Karte halt so süß, aber eigentlich. Naja, gut, was soll's. Es ist am Essen. Ich habe auch gar nichts mehr dazu gesagt, irgendwie. Ja, da sind drei drauf. Das ist quasi 3 in 1. Hier ist ein Urhafnir. Das sieht halt mal mega fett aus, Leute. Synchro-Rufer ist die Attacke. 70 plus, ballert ordentlich. Ja, das hat so Subwoofer oben. Ja, drauf, ne? Stimmt. Oh, ein Florgeist. Das habe ich auch noch nicht. Das ist ein extrem cooles Booster gerade. Wohin genau? Schwere Stiefel. Oh, jetzt das Scharfax habe ich jetzt auch. Das hatte ich vorher noch nicht. Ja, ich würde sagen... Scharfax. Wer hat denn da jetzt gewonnen so bei Knogger und Hoffnir? Ja, bei denen. Ja, aber overall wird schwer, oder? Okay, dann Zusammenfassung. Was hattest denn du so? Was sind so deine Top 3? Ja, meine Top 3. Einmal das Knogger. Mhm. Das Igamaru. Mhm. Und das Mewtwo. Das Mewtwo ist extrem cool, das muss ich wirklich sagen. Ja, bei mir sind es Dedenne. Mach mal scharf hier. Genau, die Denne mit Igamaru und Pampam im Hintergrund. Dann das Meluetta. Also ich mache es auch immer so ein bisschen im Ranking. Was ich zuerst zeige, ist quasi so das Schwächste. Ey, mach scharf. So, jetzt geht's. Das Meluetta mit dem leichten Holo-Effekt. Und natürlich das Uhafnir Turbo. Das reißt ordentlich. Ja, das war jetzt, glaube ich, Teil 5 sogar schon. Ne? Ein Teil ist jetzt noch offen. Also jeder von uns hat jetzt noch 3 Booster über. Ich bin gespannt, was da jetzt noch drin ist, ob uns die, das Display nochmal überrascht. Ich Wir werden sehen. Ja, mal sehen. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr dem ganzen Daumen nach oben gebt, vielleicht ein Abo da lasst oder einen Kommentar, welche Karte ihr am coolsten fandet aus den ganzen Boostern. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal. Bis dann, Leute. Tschüss.